Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Kraft 90 und heute sprechen wir mal über das neue System Software Update 8.01. Ihr wisst ja alle, wir hatten bereits vor einem Monat hatten wir ein neues Update und zwar war das Update 8.00 und da hatten wir natürlich alle Probleme mit und ja, der eine mehr, der andere weniger. Ich hatte persönlich auch ein Problem, ich konnte das nicht einfach so installieren. Ich musste dann den Fehler umgehen, indem ich in dem abgesicherten Modus wechsle und das Update im abgesicherten Modus über Internet installiere. Und ja, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal zu dem neuen Update mal ein Video, damit ihr Bescheid wisst, was auf euch zukommt, falls ihr natürlich wieder das Problem habt, so wie ich. Ich blende euch mal kurz die Fehlermeldung ein, die ich hatte. Und wenn ihr die gleiche Fehlermeldung habt, kann ich euch nur ans Herz legen, dass ihr die PlayStation komplett ausschaltet, dann in dem abgesicherten Modus startet, indem ihr die Power-Taste gedrückt haltet, bis der zweite Piepston erscheint. Und dann seid ihr im abgesicherten Modus, dann könnt ihr auf System aktualisieren klicken und dann gibt es drei Fragen, in welcher Form ihr das machen wollt. Da habe ich gewählt, über Internet installieren und dann hat es auch bei mir geklappt. Ist natürlich blöd, ich weiß auch nicht, warum das so umständlich ist, irgendwie kriegen die da nichts geregelt. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob bei euch das Update einfach so funktioniert hat oder ob ihr da auch im abgesicherten Modus gehen musstet. Ich habe mal geschaut, auf der offiziellen PlayStation-Seite wird geschrieben, dass es seit dem 18. November 2020 das System Software Update 8.01 gibt und erhältlich ist. Damit könnt ihr die Systemsoftware auf die Version 8.01 aktualisieren. Da wird geschrieben, du solltest dein PS4-System immer mit der neuesten Version des Systemsoftware aktualisieren. Und ja, durch das Update wird die Sicherheit erhöht und es können zahlreiche zusätzliche Funktionen genutzt werden. Dann habe ich noch einen anderen Beitrag gelesen. Da geht es dann um die Patch Notes, was erneuert wurde jetzt bei dem 8.01 Update. Und da wird nur geschrieben, dass dieses Software Update die Systemstabilität verbessert. Ja, und da bin ich mal gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was bei euch so los war und ja, wenn ihr weitere Informationsvideos zu GTA 5 oder auch zum PlayStation Update oder sonstiges haben möchtet, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen oder wenn ihr neu seid, abonniert den Kanal und die Glocke müsst ihr natürlich aktivieren, dann könnt ihr nichts mehr verpassen und ich bin gespannt auf eure Kommentare, ansonsten bin ich erstmal raus, euer Kraft, ciao! Know a couple shooters that hit you on the block. In the generator, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds.